So, wir haben jetzt kurz nach 7. Die Sonne ist auch schon aufgegangen. Für mich geht es jetzt nach Mahmeya Beach und dann von da aus mit dem Schiff nach Mahmeya. Ich hatte jetzt geguckt, man kann die Reise online buchen. Es gibt verschiedene Zahlungsoptionen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, da ich jetzt, ich mag es generell nicht, überall meine Daten einzugeben, einfach hinzufahren, von da aus dann loszufahren. Ich hatte gestern Abend schon da angerufen und ja, die meinten, das wäre kein Problem, man kann auch einfach kommen. Und das Boot fährt um 8:30 Uhr ab. Und man soll in etwa eine halbe Stunde eher da sein, also um 8. Das heißt, ja, wir haben jetzt 7. Ich gehe jetzt frühstücken. Und danach fahre ich mit Taxi dorthin. Das sind so 20, 30 Minuten. Also hier wird sogar der Asphalt gewässert. Mega schön. Also ich bin jetzt pünktlich um ja, 5 vor 8 hier. Um 8 Uhr soll man hier sein, um 8:30 Uhr hier in die Schiffe. Steht auch online auf der Seite, dass man eine halbe Stunde eher da sein soll. Und ja. Man kann ganz normal online auf der Website bezahlen. Man kann aber auch einfach hierher fahren und dann hier bezahlen. Das ist gar kein Problem, weil online akzeptieren die nur Kreditkarte und ja, viele haben ja auch keine. Kann hier noch was trinken. Natürlich morgen ist jetzt nicht viel los, ne? Ich kann mir vorstellen, dass hier in der Mittagszeit auch die ein oder anderen Leute chillen. Auch diese Zelte habe ich noch nie vorher gesehen. Ich war ja schon echt oft in Ägypten und ich bin auch viel rumgekommen. Aber die kenne ich noch nicht.
I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end.
jetzt wieder zurück. Das sieht echt mega, mega schön aus hier. Also ich hatte jetzt nochmal nachgefragt, wenn man hier einfach nur chillen will, zahlt man 200 ägyptische Pfund als Eintritt und man muss für 200 Euro essen. Wenn man für weniger isst, dann muss man trotzdem 200 zahlen, also 400 Euro in der Woche. Für Freitag und Samstag 500, also 250 jeweils, 250 für Strandnutzung und 250 muss man hier verzehren. Das gilt dann auch pro P. Ja, aber sehr schön hier. Und was man auch beachten sollte, online ist es ein Ticken günstiger noch, als wenn man hier direkt vor Ort bezahlt. Ich habe jetzt hier direkt vor Ort 600 ägyptische Pfund heute Morgen gezahlt. Wenn man online bucht, dann braucht man allerdings eine Kreditkarte. Soweit ich weiß, das andere waren, glaube ich, irgendwelche Karten, auf jeden Fall, ich meine irgendwelche Handykarten oder irgendwie so ein Cash-System hier, das gibt es hier häufiger. Ja, da kriegt man es dann nochmal 5 Euro billiger, die Touren. Also es gibt ja 3 verschiedene Tickets. Einmal einfach nur zum Strand fahren, das habe ich heute gemacht, dann hat man ja gute 5 Stunden Aufenthalt. Und dann gibt es noch 2 weitere Varianten, einmal mit Schnorcheln und einmal mit zur Insel fahren und darauf essen. In meinem Fall hätte das jetzt 400 ägyptische Pfund extra gekostet. Habe ich nicht gemacht, ich hatte mir einfach eine Pizza Margherita geholt und eine Cola dazu. Und ja, war, ich glaube, 135 die Cola auf jeden Fall und 110 oder 120, glaube ich, die Pizza. So, jetzt rufe ich mir ein Uber und dann geht es auf jeden Fall wieder zurück zum Hotel. Für alle, die es interessiert, wie teuer die verschiedenen Getränke und Speisen auf der Insel sind, blende ich jetzt nochmal die Preiskarte ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch mega freuen. Und ja, das war's mit diesem Video.